Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, dem Diablo 2 Median XL Mod mit neuen Versionen. Ich habe es schon längere Zeit nicht mehr gespielt. Es war mir damals persönlich auch ein bisschen schwer in das Spiel, also in den Mod reinzufinden. Aber ja, es ist auch ein schwerer Mod. Es bietet sehr viel, zum Beispiel ein komplett neues Menü zum Anpassen, Sachen einstellen und so weiter. Und ihr dürft in diesem Projekt auch gerne mitspielen, wenn ihr die Zeit findet, am Abend manchmal online zu sein und mich als Freund hinzufügen. Ich heiße ich weiß jetzt nicht, wie das ging schon wieder. Invite oder so etwas. Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Aber als Freund hinzufügen ist, glaube ich, nur /F. Und dann der Name. Ich heiße so, Drago LP. Und mein Charakter heißt Drago Paladin. Könnt ihr sehen, ich bin online. Und der Game-Name, also muss ich kurz schauen hier. Mache ich eigentlich immer DB, also Drago Basler, DB 1 und Passwort ist immer Kuku. Also falls ihr einfach joinen wollt, am besten einfach nicht zu hochleveligen Charakteren, so ein bisschen angepasst sind und so weiter. Ja. Okay, steht noch Progress Quest. Ich bin also wirklich schon lange nicht mehr so unterwegs gewesen in diesem Mod. Kann also nicht so viel sagen, kann man es nicht in die Mitte machen, kurz. Das geht scheinbar nicht mehr. Okay. Ja gut. Legen wir los. Also, der Mod hat recht schwere Gegner. Also vor allem am Anfang werden wahrscheinlich ein paar Gegner recht viel Schaden machen. I will cleanse this wilderness. Okay, ist nicht. Wurde wahrscheinlich auch wieder genervt, aber damals war es recht schwer. Ah ja, die waren doch schwer. Ganz anders. Sehr hochqualitativ, wie ein Mod aus einem alten Spiel, einfach ein viel besseres Game macht. Also, ah ja, genau, die haben uns so Giftschaden gemacht. Der mega rund gegen der Gift. Also das Leben. Das Gift. Es ist nicht mehr. Es ist leicht. Oh, habe ich so das Gefühl. Okay. Interessant. Also es fügt wirklich alles Neues hinzu. Mehr Level auch. 20 ist immer noch 20. Auf jeden Fall viel mehr Dungeons, Challenges und so weiter. Also die Skelette sind ein bisschen stärker. Okay, ein Level haben wir jetzt. Level up. Ah, da müssen wir noch so reingehen. Ich schaue mir zuerst die Skills an. Gehen wir mal kurz in die Stadt. Dass die uns nicht angreifen können. Skill Tree. Also hier haben wir Honor, Light und Dragon. Dragon tönt eigentlich gut. Ist das eine Verwandlung? Ich sehe jetzt gerade nichts von einer Verwandlung. Aber ein Beschwören von Würms. Gut. Neutral Skill. Holy Skill und nochmal Holy Skill. Damit ist neutrale Sachen. Ich möchte eigentlich schon irgendwas Richtung Drachen machen. Aber jetzt schon. Ist nicht irgendwie besser, wenn man irgendwie. Das ist böse wahrscheinlich. Twist Shadow, Warlock. Demiurge. Drehe ich mich also bis jetzt ein Slayer. Das wäre natürlich auch cool, so ein Beschwör. Mintflay, das war so ein. Das sind so Blitze, die ganz regenbogenfarbig sind, also alle Farben besitzen. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Aber ist es nicht ein bisschen zu schwach? Da müsste ich Blitz. Also Magier sein. Das ist Blitz, Magic und Movement Speed.
Ist eigentlich gut, wenn die Gegner nicht so schnell laufen können, oder? Grimmpräsenz ist ein Buff. Lemures kenne ich auch noch. Da hat es einfach irgendwie so... Ja, übers Käse. Ah, da ist der Drache. Nein. Am liebsten möchte ich ja am Anfang irgendwas machen mit so einem Magic Penetration. Wo war's? Mindflay. Eine Magic Resists. Ist ja schon cool, wenn man jetzt wirklich alle Gegner relativ schnell töten könnte. Ein extra Targets. Ist das so ein automatisches, also dass man automatisch Gegner mehr angreift? Weil ein extra Targets und es ist passiv. Also das ist automatisch. Ich dachte, ich könnte neutral wählen, aber ich müsste dann einfach die neutralen Skills nehmen. Da habe ich nicht so viel Bock. Ich glaube, ich mache einen Magier. Oder eher defensiv. Ich hätte Lust, auch defensiv zu sein. Ich habe einfach den Paladin gewählt, weil ich weiß, dass es vielleicht für Anfänger die beste Klasse ist. Aber ob es in Median XL so ist, weiß ich nicht. Also ich entscheide mich jetzt mal für Mindflay. Und... Ich weiß nicht, was das sind, also... Ja. Ich möchte gerne noch einen Buff. 10 Minuten! Okay. Also, dann machen wir doch mal hier... Ich weiß gar nicht, wo meine Dings sind. Dann schaue ich doch mal kurz noch. Dann geht's los. Dann geht's ein bisschen mehr los. F1? Ne, das möchte ich. Ja, okay, mach ich das auch. Ich finde es nicht so gut. Ich mach das so. Das Schnelltasten, die benutze ich nicht so gerne. So. Also, ich benutze Minflay auf der Kuh und darf ich mal den. So. Ist das man im Lager am Laufen? Am Rennen? Am Gehen? Also kann ich das nicht verwenden. Oder so, das steht halt nicht. Wieso kann ich das jetzt nicht verwenden? Zwölf Mana kostet mehr Mana. Ja. Keine Ahnung, es steht nicht. Also wir haben ja auch schon ein bisschen Geld verdient. Können wir jetzt ein Zepter oder so holen und dann mal ein bisschen Magie verwenden? Naja, ich habe ja sowieso noch Punkte. Alles in Energie. Hallo. Ich möchte gerne ein Zepter. Eine Goldmünze wert gewesen. Okay. Oder disabled das. Tainted Blut. Disabled. Nur erlaubt zum Melee-Summoning und Debuff-Skills. Da habe ich mich schon verskillt. Oh, genau das mag ich nicht. Median XL erklärt mir nie etwas. Also wir können das gar nicht mehr verwenden. Okay, dann gehe ich in ein neues Spiel und aktiviere den Buff nicht und tue ihn dann einfach wieder Respekt, wenn ich ihn kann.
Aber das ist natürlich nicht so gut. Ja, darf klär gerne ein bisschen besser erklären, liebes Spiel, liebe Mutter. Das ist oben. Well, good Danke. day. So. I will cleanse this Genau, wilderness. das meine ich. Ein sehr praktischer Skill eigentlich. Muss nur treffen können. Mit mehr Leben geht es dann natürlich besser. Mit mehr Beams. Dann kann ich sie gut treffen mit dem Skill noch. Aber ich sehe, es ist recht bunt. Das ist nicht gerade der bunte. Also, das ist ein anderes Key, der bunt ist. Das ist eben diese eine massive Key da. Ich glaube, der bunte. Aber sieht schön aus. Ich möchte eigentlich nur auf Tab das Inventar noch haben. Inventar. Auto. Taste oben, der Tab-Taste. Okay. Genau, da haben wir schon Magic Find. Cool, es gibt Item mit Magic Find einfach so. Sonst war das immer ein magischer Stat, der eigentlich ziemlich selten war. Das ist eigentlich bei euch nicht laut. Musst du noch schauen. Im zweiten Part wieder natürlich sein. Weil es ein altes Spiel ist und Soundeinstellungen nicht so tolle sind. Kann schon sein, dass es manchmal ein bisschen zu laut oder zu leise ist. Aber auch ein bisschen höher. Was hier dann zu laut wird, kann ich einfach nicht. Jetzt immer schaue ich natürlich die Musik komplett an. Sie kann schon mal etwas hier nicht offensichtlich sein. Weil es auch lange Videos sind und ich mache mir ja Mühe, wirklich viel Content zu bringen. Weil viele Let's Player machen nur noch ein Video pro Tag. Nicht mal das, also nicht mal 30 Minuten Video oder sonst irgendwas. Und ich bin da sehr sozial. Ich mache eben auch interaktive Let's Plays, dass ich auch mitspielen könnte, mitentscheiden könnte, was ich genau skille, was ich genau mache in diesem Fall, im nächsten Fall. Und dann auch Livestreams machen, aber ich kann jetzt einfach nicht so gut livestreamen, weil ich kein zweiter Bildschirm habe, immer wieder weg muss, warten muss, Sport machen muss. Aber wenn ich dann nicht mehr so viel Sport machen will, muss, weil ich so vorwärts kommen muss, ja, kann ich dann natürlich auch sehr gerne. Also da das Spiel noch recht schwach ist, schon ordentlich, aber schwach wird. Das ein paar Punkte auf dem Spiel. Also ich möchte gerne noch mehr Energie. Dann müssen wir leider auch ein bisschen Stat-Punkte, also Stärke und Dexterity nehmen. Ja, also wir müssen, glaube ich, die einzelnen nicht skillen, damit wir runterkommen, oder? Oh, das ist geil, Stats erhöhen. You may know, may choose on neutral tree regards of alignment to neutral trees by remaining. Verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht, was das heißt. Remaining neutral. Was ist denn neutral genau? Das ist doch nichts neutral. Das ist neutral Skill. Den möchte ich eigentlich nehmen. Aber den können wir noch nicht nehmen. Der ist Level 6. Okay. Also. Wir machen jetzt. Ja, die Mana Kurses. Mana-Kosten geht hoch. Die Mana-Kosten, ja.
Also wir müssen diesen Skevi raushauen. Das habe ich nicht gelesen, das Rot, das Pinke, das ist sonst nicht gut lesbar. Das brauchen wir nicht, das Magier. Ja doch, aber also es macht sehr viel Defensive. Ja. Also ich würde jetzt mal empfehlen, einfach mal auch einen Punkt hier reinzusetzen. Wieso 300 Sekunden? Wieso sind die Dauer so groß? Okay. Und einen lassen wir mal noch, weil ich nicht weiß, wohin werfen. Okay. Wie lange ist der? 44, nein, 30 Sekunden. Das ist er. Ich verstehe den Skill, verstehe ich auch nicht. Also ich brauche halt einige Zeit, weil es völlig komplett neuer Mod für mich ist eigentlich schon seit ich weiß nicht wie viele Jahren. Das letzte Mal kurz angeschaut habe noch. Nicht so viel gespielt. Also alle 5 Sekunden attackiert es. Passiert jetzt? Aha, also ganz im Nahkampf. Der wurde jetzt nicht. Okay. Ja. Ich weiß nicht, was ich mit dem Skill halte, aber. Ein komisches Skill. Dass er immer so mega langsam angreift. Er wird wahrscheinlich in Vergessenheit geraten irgendwann. Gut, wir wollen aber noch die Höhle machen heute. Halt knapp. Natürlich sehr viel Zeit investieren im ersten Part zum Verstehen den Mod. Ja, 13 Minuten für Höhle. Mal gucken. Wie sie auch finden. Ja, bewegen. Wie stark ist der Skill? Auch nicht, dass es so langsam angreift. Das ist sehr motivierend, so viel. Skills und so, alles neu, oder? Das ist einfach alles neu und das motiviert mich sehr. Ja. Da unten ist die Hölle. Ja, es deckt auch. In jedem Mod wird jetzt endlich gemacht, dass die Schreine stacken. Also die Skills, der Cast Speed ist sehr langsam. Kann das sein, dass wirklich der Anfang mega viel einfacher wurde? Ich weiß noch, dass ich wirklich an dem ersten Monster fast verzweifelt war. Wurde es so extrem einfacher gemacht. Ich weiß, dass da diese erste Dungeon mit den Amazonen ähnliches Gebiet extrem ist schwer war. Nur die ersten Steine zu bekommen. Ultra schwer. Ich würde gerne mal eine alte Version noch von Medium spielen und vergleichen. Das soll ich danach zeigen. War damals mega schwer der Mod. Aber ich kann es jetzt auch verstehen, wieso der eine Tier da geschrieben hat. Wieso der. Ich verstehe, wieso ich so skeptisch habe. Also wahrscheinlich wurde das wirklich viel zu einfach. Logisch. Ja, ich finde es auch viel zu einfach. Aber das steigert ja. Also Hölle ist dann Schluss mit lustig. Finde ich ja gut. Ah, jetzt ist die Karte übrigens klein. Okay.
Sache. Ein Touch. Tage. Deutsch. Ist natürlich. Hat einfach wegen Klassen. Das nervt ein bisschen, dass jetzt einfach immer steht, ja, das. Fortschritt. Magic Feind. Ja, Mana ist sehr gut. Ich liebe Magic Feind. Aber in heutigen Action-Rollenspielen gibt's das nicht mehr so. Es gibt überall Magic Feind da. Okay. Ja, wie jetzt wieder raus? Ah, oh, liebes Spiel, bringt doch einfach diese Rollen mit. Ja, ja. Okay. Yes? So. Welcome to TSWGS31.de Frankfurt. You have cl- yes? Geteilt. Also, ich brauche diese Scrolls und die gibt's nicht mehr hier. Was Sachen sind ein bisschen unnötig, wie das Verkaufen, Klicken dort unten. Hi there. Mach mal mit Umschalt rechtsklick. Ja, und wie gibt's jetzt Schriftroll, also Time Portal Scrolls? Keine Ahnung. Also, identifizieren geht nicht. Also, ist nicht mehr da. Aber was sehe ich dafür Mist? Portale. Keine Ahnung. Okay. Schon Level 9 im zweiten Gebiet und Level 9. Dann mache ich doch nochmal einen Punkt. Ja. Ja. Keine Ahnung, was ich skillen soll, wenn man zu wenig Skills schon am Anfang freischaltet. Vielleicht mehr machen muss für einen zweiten weiteren Skill. Not enough money. Vielleicht viel zu viel. Killt doch nicht mal. Ja, gut. Automatisches Equipment geht auch scheinbar nicht mehr. Ah, Kritikpunkte. Das ist allgemein ein sehr fortschrittlicher und bequemer Mod. Ja, im zweiten Gebiet eine Hilfrune zu finden ist auch ganz gut. Die sind natürlich nichts wert in diesem Mod. Diese Bombe. Also machen wir im zweiten Part dann noch ein bisschen schneller weiter. Ganz am Anfang, als ich noch nicht so Diablo 2 gespielt habe mit Minimap und so, was angezeigt wird, immer fehlende Sterne gelesen. Aus irgendwelchen Gründen habe ich nicht Sterne gelesen, weil Sterne einfach besser tun für ein Feld. Die schon auf einem steinigen Feld herumtappeln. Das weiß ich noch. Oder irgendwie ist mir das einfach dann auch in den Kopf gestiegen, dass es plötzlich Sterne heißt, obwohl. Ja, ich weiß es auf jeden Fall. Habe ich natürlich dann Poison Skill. Okay. Ah, zwei Gegner. Ah ja, genau, die Mordmaschen muss ich eingeführt haben. Die haben viel zu viel ausgehört. Ja.
quasi mal so ein Skill eigentlich. Kragen über Hundsguckel. Ich will einen Hundsguckel tragen. Ja, Paladin. Hundsguckel. Dann sehe ich aus wie ein dummer Hund. So, Mana, das heißt Spam. Ah, jetzt haben wir die ersten gelben Gegner. Das sind rare Gegner. Bei der alten Quality. Path of Exile und so. Wir haben zwei Medium, also nicht, was das genau für Gegner sind, natürlich. Endlich Mana Potions. Ist aber bis jetzt wirklich positiv, was ich eigentlich gedacht habe. Es hat sich viel getan. Könnt ihr mal gerne in meinem Kanal oder einfach auf YouTube oben suchen, ob ich ein paar Median-Videos gemacht habe, aber ich kann mich nicht mehr so erinnern, dass ich viel gemacht habe, viel gezeigt habe. Es waren wirklich alte Versionen, aber alles nicht so schwer. Wenn jetzt das Kill hier schon gerade nicht so schnell geht, das wurde alles nicht so schlecht. Ja, wir haben halt Magic-Schaden, deshalb hat er so viel ausgehalten. So, das ist doch ein guter Punkt für, ja, machen wir ein 27-Minuten-Video. Dankeschön fürs Zusehen. Wir gehen natürlich noch in den Friedhof, also zurück ins, in die kalte Ebene. Und, ja. Ich schaue natürlich weiter, derjenige, der das gewünscht hat, hat natürlich auch wissen geschrieben, dass ich eher auch ein bisschen alleine Sachen herausfinden soll und nicht das Wikipedia. Das mache ich für Games. Ich schaue mir nie Wikipedia fürs Game aus. Also ich muss etwas nachschlagen, aber gespoilert werden will ich natürlich auch nicht. Ja, und herzlichen Dank. Ich mache gerne Spiele, wo ihr wünscht, wenn sie nicht allzu teuer sind natürlich. So ein Mod, Median-Mod ist natürlich kostenlos. Das Spiel habe ich ja damals auch wieder Battle.net gekauft, und da es einen Launcher gibt, kann man das sehr gut installieren für diejenigen, die den Mod auch antesten wollen. Ja, dann auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, wenn ihr wieder Lust habt, im zweiten Part. Danke fürs Ansehen dieses Let's Plays, den ersten Part vor allem mal. Und ja, wenn ihr mitspielen wollt, einfach, ja, YouTube am besten oder über Discord mal anschreiben und Freundesliste, also als Freund hinzufügen, mich. Genau. Und mir erklären, wie das geht wieder. Slash F. FW oder F. Irgendwas. Schon lange nicht mehr gemacht. Ah, slash FW. W ist Whisper, genau, das ist das. Slash FI. Und dann wird das schreiben. Man weiß es nicht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.